Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Es ist mir heute eine große Freude, Frau Dr. Orphanus Böckel hier im Interview begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Dr. Orphanus Böckel. Ja, hallo. Guten Tag, Herr Kollege Hartner. Ich freue mich, dass ich hier mit Ihnen heute dieses Interview machen kann. Ja, kurz ein paar Worte zu meiner netten Interviewpartnerin. Frau Dr. Helena Orphanus Böckel ist Fachärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Nephrologie. Sie ist Expertin für Stoffwechselmedizin, Nährstoffe und körpereigene Hormone. Sie arbeitete 10 Jahre am Universitätsklinikum der Freien Universität Berlin, heute die Charité Campus Benjamin Franklin. Seit 2002 ist Frau Dr. Orphanus Böckel in eigener Praxis für ganzheitliche innere Medizin in Berlin-Charlottenburg niedergelassen. Hier vereint sie seit 20 Jahren die klassische internistische Medizin mit der orthomolekularen, mitochondrialen und hormonellen Medizin. Und sie ist Buchautorin eines wunderschönen Werkes, und zwar das Buch Nährstofftherapie, orthomolekulare Medizin und bioidentische Hormone, kürzlich erschienen im Trias Verlag der Thieme-Gruppe. Ja, das freut mich sehr, dass ich heute ein paar Fragen an Sie stellen darf. Haben Sie noch vorab etwas zu sagen, bevor wir beginnen? Ja, also erstmal, ich freue mich auch, dass ich hier heute mit Ihnen das Interview machen kann, besonders weil Sie ja auch ein sehr ganzheitlich denkender und arbeitender Kollege sind. Und wir haben uns ja vorher auch schon ein bisschen ausgetauscht und viele, viele Sachen, die ich auch meinetwegen in meinem Buch, ich zeige es mal, mein schönes Buch, so wunderschön geworden, beschreibe, finden Sie auch oder haben Sie auch beobachten können? Und ich denke, dass ich da sehr viel Wissen aufgeschrieben habe, wie man mit Nährstoffen und Hormonen unsere Gesundheit gestalten kann. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier die Möglichkeit habe, Ihnen davon und vielleicht auch von ein paar anderen Sachen erzählen zu können. Ja, vielen Dank. Das Buch habe ich mit großem Interesse gelesen. Ganz toll. Solche Bücher sind sehr, sehr wichtig, finde ich natürlich, weil ich ja auch in diesem Bereich schon lange arbeite und für mich natürlich Gold wert und auch als Aufklärung für Laien, aber auch natürlich für Therapeuten eine ganz tolle Sache. Und da darf ich Ihnen jetzt mal gleich eine Frage stellen, die mich sehr interessiert. Wie Sie sich denn entschieden haben, wann und wie Ihren Praxisschwerpunkt auf die ganzheitliche Medizin zu richten und was Sie bewogen hat, nach den Jahren in der Uniklinik da herauszugehen in eine eigene Praxis mit eben auch der, ja, ich sage mal, dem komplementärmedizinischen Schwerpunkt. Ja, das ist natürlich eine große Frage. Das sind ja jetzt 30 Jahre, die Sie erfragen. Zum einen ist es so, dass ich aus einer Ärztefamilie komme und dass ich, meine beiden Eltern sind Ärzte. Mein Vater ist sehr wissenschaftlich orientiert, meine Mutter eher feinstofflich herorientiert und irgendwie beide haben ihre Arbeit oder lieben oder haben ihre Arbeit geliebt. Und mir war es wichtig herauszufinden, es hat sich entwickelt, wo die Wahrheit liegt. Denn beide waren und sind erfolgreich. Und ich wollte wissen, wieso. Und in Wahrheit, im Laufe der Klinikzeit wollte ich immer mehr wissen, wie denn man die Menschen vielleicht auch vor dem, was ich in der Klinik erleben durfte und auch erlebt habe, wie man die davor beschützt. Und in der Nephrologie bekam ich damals ja die Menschen eher sehr am Ende ihrer Krankheitsgeschichte. Damals, ich denke heute auch noch, aber vor allen Dingen damals war es so, dass man eben auch eher im älteren Alter nierenkrank und dann auch dialysepflichtig wurde. Und was mir damals gefallen hat, war, dass man die Patienten in der Nephrologie auf jeden Fall sehr beschützend versucht hat, immer gut im Stoffwechsel einzustellen, sodass sie dann möglichst nicht an Dialyse kommen.
Und das hat mich erstmal schon mal so etwas vielleicht präventiv geprägt. Ich habe dann nach der Geburt meiner Tochter, das war 95, hatte ich ein bisschen Zeit. Zwischendurch habe ich versucht, so meiner Mutter auf die Spur zu gehen und habe sehr viel feinstoffliche Methoden mir angeguckt, Kinesiologie oder Reiki oder sowas. Aber irgendwie fand ich, dass das nicht genug das, was ich wollte, nämlich in der Schulmedizin beweisend bewirkt und verbessern konnte. Ich fand, ich war immer sehr angewiesen auf meine Kunst und angewiesen auch daran, dass der Patient sehr mitmacht und vielleicht auch glaubt. Und irgendwie, nachdem ich dann die Klinik verlassen hatte und mich dann erstmal als Hausärztin niedergelassen habe, habe ich einfach irgendwie so, während ich mich vielleicht noch ein bisschen mit eher alternativen Verfahren beschäftigt habe, habe ich aber immer weiter Labordiagnostik entwickelt, weil das ja auch etwas war, was man in der Nephrologie sehr viel macht. Man stellt die Indikation für Dialyse natürlich auch aufgrund der Klinik, aber vor allen Dingen immer aufgrund von Laborwerten. Und man guckt auch im Labor, was denn die Nieren bewegt, was sie ärgert, was ihnen schadet. Und diese Art und Weise, auch vielleicht aus der Transplantationsambulant nach gewissen Rhythmen, einfach die Menschen einzubestellen und immer reinzuschauen und zu gucken, was ist, um dann präventiv einzustellen, sodass dann der Verlauf milder ist. Das habe ich dann immer weiterentwickelt. Und letztendlich, vielleicht zusammengefasst, bin ich irgendwie so in der Zelle gelandet. Und da treffen sich vielleicht die Chemie und die Physik, das Licht. Und ich habe mich dann aber für die Chemieseite entschieden und bin also eher tätig in der stofflichen, chemischen, auch schulmedizinisch-pharmakologischen, ergänzt durch Nährstoffe und Hormonwelt. Und so würde ich vielleicht das zusammenfassen. Also das habe ich alles vorher jetzt nicht so geplant, sondern das hat sich irgendwie so entwickelt. Aber definitiv bin ich eher schulmedizinisch doch geprägt und geschult. Und letztendlich geht es mir auch darum, schulmedizinische Diagnosen zu vermeiden oder zu modulieren. Und ich arbeite über das Befinden und das sich fühlen, aber ich arbeite dann nicht mit dem Gefühl. Ich werte das nicht, sondern das ist einfach etwas, was ich, glaube ich, besser kann. Also ich kann gut denken und vielleicht auch um die Ecke denken und eher wie so ein Detektiv. Und mir liegen auch Zahlen und Daten und die kann ich alle vernetzt auslesen. Und so ist es irgendwie dazu gekommen, dass ich jetzt in einer Praxis arbeite, die ich übrigens nicht ganzheitlich, ich mache nicht ganzheitliche Medizin, ich mache wirklich ganzheitliche innere Medizin. Das heißt, ich mache jetzt nicht Psyche oder Bioresonanz, ich mache auch nicht im Vordergrund Ernährung oder Meditation, sondern ich mache wirklich innere Medizin. Und das aber ganzheitlich, also ich überblicke mental die Kardiologie, die Nephrologie, die Endokrinologie, die Gastroenterologie, auch ein bisschen Hämatologie. Also das ist ja heutzutage so, dass wir so aufgeteilt werden. Jedes Organ gehört einem Facharzt und das löse ich so etwas, das löse ich auf. Dieses getrennte fachärztlich-internistische, das will ich zusammenbringen. Ja, sehr schön gesagt, ja. Also Sie gucken quasi über Ihren Fachbereich über den Tellerrand heraus, so darf man sagen, und bringen das dann so ein bisschen zusammen, auch mit der orthomolekularen Medizin. Das haben Sie in Ihrem Buch auch schön beschrieben, was es hier auch noch für Möglichkeiten gibt, auch in der Diagnostik, ne? Das ist ja auch ganz wichtig, da habe ich in Ihrem Buch auch viel drüber gefunden, fand ich sehr, sehr interessant. Und wie ist denn jetzt nun bei Ihnen so der Erfolg bei Ihnen, bei Ihren Patienten? Sie haben ja da sicherlich sehr, sehr viele Patienten behandelt in den letzten vielen Jahren. Und Sie haben auch schon gesagt, dass Sie sehr in der inneren Medizin bleiben. Und bei was für Erkrankungen oder Symptomen ist denn diese Medizin, die Sie machen, von Erfolg gekrönt? Können Sie da ein paar Worte dazu sagen? Ach so, von Erfolg gekrönt, so habe ich so das Gefühl, dass man
unsere Arbeit als Ärzte nicht so gut beschreiben kann, sondern es geht ja mehr um eine Begleitung. Aber trotzdem nehme ich mal die Frage auf. Also ich finde, dass ich hier sehr schön helfen kann, einerseits bei den chronischen altersbedingten Erkrankungen, zum Beispiel so wie Vermeidung und auch Abschwächung von Arteriosklerose, Osteoporose, aber auch Organinsuffizienz, ob nun Herzinsuffizienz oder auch Niereninsuffizienz. Also ich würde schon sagen, dass sich die ganze Methode aus diesem Schutz der Nieren entwickelt, der Nierenfunktion des Nierengewebes irgendwie sowas wie entwickelt hat. Also es geht um auch gute Einstellung von Blutdruck, von Stoffwechselerkrankungen, die dann eben auch dazu führen, dass unsere Gefäße Schaden nehmen. Mir geht es um Vermeidung von Demenz. Das kann ich jetzt auch natürlich nicht beweisen. Dazu müsste man ja die Menschen bis in ihre 80 und 90 Jahre untersuchen, erforschen und begleiten. Aber ich finde schon, dass ich da doch sehr schön helfen kann, dass gewisse Laborwerte, die wir ja brauchen, um auch Krankheiten diagnostiziert zu bekommen, dass die einfach gefühlt viel, viel langsamer sich in schlechte Bereiche entwickeln, als das, was ich früher so in der Klinik erleben durfte. Wobei man sagen muss, dass natürlich da auch dann die wirklich richtig Kranken nur hingekommen sind. Das ist so das eine Mission. Und die andere Sache ist schon dieses so sehr empfindliche Menschen, vor allen Dingen Frauen, denke ich, auch mit Hashimoto-Thyreoiditis, die kommen in Praxen von uns Ganzheitsmedizinern, weil sie hochsensibel oder high-sensitive persons, je nachdem, welchen Begriff man wählt, sind. Die spüren alles Mögliche, werden in der Schulmedizin nicht ernst genommen mit ihren ganzen Beschwerden, die wirklich da sind. Und wenn dann noch die Wechseljahre dazukommen, dann findet sich nicht nur eine ovarielle Insuffizienz auf dem Boden einer Schilddrüsenunterfunktion, die nicht gut eingestellt ist. Das ist etwas, was ich sehr beobachte. Da kann ich sehr gut helfen, finde ich. Aber auch die Nebennieren vor lauter Stress Ende 40 machen dann schlapp. Und das wäre vielleicht so die zweite und dritte Gruppe von vor allen Dingen Frauen, die sehr von orthomolekularer Medizin und bioidentischen Hormonen profitieren. Ich finde auch, dass Menschen mit auch jüngere Männer, die finden mich mittlerweile auch, die vielleicht noch gar nicht krank sind, die aber fit sein wollen, sehr sportlich sind, vielleicht einen sehr intensiven, managerartigen Beruf haben, aber auch zarte Männer, die nicht so richtig in der Welt zurechtkommen, die oft großen Nährstoffmangel haben, vor allen Dingen auch vielleicht B-Vitamine, Vitamin D oder so. Ich finde schon, dass vor allen Dingen vielleicht ich so Menschen anziehe, die auch es gewöhnt waren, gesund zu sein, die dann plötzlich eines Tages älter werden und dann merken, huch, Mist, meine Methode, gesund essen, schlafen und 3 Wochen Urlaub im Kloster oder Wandern reicht nicht mehr aus, dass mein Körper sich beruhigt. Aber auch Kranke, die mit ihren Diagnosen auch nicht zufrieden sind oder mit den therapeutischen Leitlinien, die sie dann empfohlen bekommen, die dann auch gerne wissen wollen, was soll ich denn selber machen? Also für dieses selber machen habe ich unendliche Tipps. Wer nicht zu mir passt, sind Menschen, die keine Tabletten schlucken wollen. Also es ist ganz ehrlich gesagt fürchterlich, die Methode, weil ich wirklich seitenweise Dinge kenne, weiß, meine zu wissen, messe, die man alle zu sich nehmen kann, ergänzend zu einer gesunden Ernährung, was dann auch häufig irritiert, nicht so recht sofort verstanden wird. Also ich mache mit den Nährstoffen über eine gesunde Ernährung hinaus in hohen Dosen, die nicht schädlich sind, sondern die dann therapeutisch wirksam sind, Stoffwechselmedizin. Aber das ist vielleicht so diese Sparte, also dieses kardiovaskuläre, meinetwegen Menschen mit einem metabolischen Syndrom, finde ich, kann man super unterstützen. Die sind nämlich meistens gar nicht empfindlich. Dann aber eben die Empfindlichen mit Hashimoto. Ich finde auch so Gestresste mit vielleicht auch psychischen Diagnosen,
wie auch immer die Kollegen das nennen, ob das Somatisierungsstörung ist oder Anpassungsstörung oder milde depressive Stimmungsschwankungen, also im Sinne von, dass man das Gehirn einfach unterstützen kann, denn da kommt ja das Symptom Psyche organisch her. Übrigens sehr stark begleitet, immer auch von hormonellen, ich sag mal, Disbalancen. Dann ist irgendein Hormon zu viel, ein anderes zu wenig. Also ich finde auch nicht, es ist ja nie zu Ende, diese Arbeit. Man kann ja, meine Ihre wahrscheinlich auch, die kann man ja ein Leben lang begleitend machen. Am Anfang ist es häufig kurativ und dann später kann man das dann aber auch transformieren in etwas Präventives. Da sind dann manche auch enttäuscht, dass es dann nie zu Ende ist, so wie nach einer OP, ne? Dann ist das Bein gebrochen, dann wird es repariert, dann noch ein bisschen Reha und dann ist fertig. Das ist hier bei mir gar nicht so. Es ist eher so wie Sport oder gesunde Ernährung oder eben Atmen und Trinken. Das wird auch manchmal etwas nicht verstanden, aber so kann man damit arbeiten, nutzen und eben einfach den Stoffwechsel so einstellen, dass im Prinzip egal was ist, man irgendwie robuster mit dem, was ist, die Genetik, Epigenetik, das Leben, Stress, sagen wir mal, dem standhalten kann. Besser schlafen, besser wach sein, wenn man wach sein will, nicht so viel Schmerzen, nicht so viel vielleicht auch negative Gedanken oder schlechte Gefühle, dass man einfach sein kann, ohne dauernd mit sich beschäftigt zu sein, mit seinem Körper und seinem System. Das geht, finde ich. Ja, sehr schön gesagt. Das sind auch meine Erfahrungen übrigens, gell, dass es dann alles etwas besser auf jeden Fall wird. Und Sie haben es auch sehr schön gesagt, fand ich sehr, muss ich nochmal herausheben, vom Kurativen in dann das Präventive hinein. Mhm. Das finde ich sehr schön. Das versuche ich meinen Patienten auch immer beizubringen. Und da muss halt auch was getan werden. Da müssen halt auch mal ein paar Pillen in Anführungszeichen eingenommen werden, die eben ja dann ganz mehr oder weniger natürlich sind. Ja, und wie ist denn das jetzt, die ganzheitliche Medizin als Zusatzoption der Schulmedizin? Oder ist das jetzt so, also ist es nur für Sie, für die Schulmedizin nur eine Zusatzoption, diese orthomolekulare Medizin? Oder sollte eben diese Zusatzoption orthomolekulare Medizin, ne, das ganze biochemische, doch deutlich mehr Aufmerksamkeit in der medizinischen Gemeinschaft bekommen, weil da doch viele unserer lieben Kollegen, das ist überhaupt keine Kritik, aber doch noch sehr pharmakologisch denkend arbeiten, auch in der inneren Medizin, also die Chirurgie schließe ich hier erstmal aus, dass man doch diese wenigstens den orthomolekularen, ernährungsmedizinischen Bereich noch mehr mit reinnimmt. Weil ich höre halt auch häufig, ja, das ist ja alles Blödsinn hier, man braucht keine Vitamine, Mineralien oder so oder Ähnliches. Das ist ja alles in unserer Ernährung drin. Jetzt, was können Sie denn dazu sagen? Ja, die Hauptfrage war ja so, soll es zusätzlich zur Schulmedizin sein oder soll es irgendwie mehr und mehr im Vordergrund und vielleicht etwas Hauptsächliches sein? Also ich würde sagen, wenn es denn nur das Erste wäre, zusätzlich zur Schulmedizin, selbst das ist ja noch sehr dürftig. Also das gibt es ja schon ein bisschen. Also es gibt ja schon ein bisschen Nährstoffe und Hormone in der Schulmedizin. Zum Beispiel in der Nephrologie gibt man Dialysepatienten Erythropoietin, ein körpereigenes Hormon, was die Nieren herstellen, und Eisen, um die renale Anämie zu behandeln. Aber erst wirklich, wenn Niere präterminal und oder terminal der Mensch an Dialyse gekommen ist, also wirklich die Nierenfunktion fast weg ist. Im Sport wird aber Erythropoietin auch, denke ich, gebraucht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber das habe ich zumindest gelesen. Das heißt, es kann in vielerlei Hinsicht auch gesunden, starken Männern helfen, Leistung zu erbringen. Dann nennt man das aber Doping und dann schwingt direkt mit, dass das böse ist. Und die dazwischen, wir beide bekommen es nie. Auch in der Osteoporose zum Beispiel empfiehlt man Vitamin D, ein Hormon,
oder ein Stoff, der in unserem Körper zu einem Hormon wird und dann eben auch Calcium, aber meistens dann Calcium auch eher nur über die Nahrung und dann auch alles sehr pauschal. Also es wird nie der oder die Osteoporose-Kranke gemessen, wie sie denn dasteht und welche Nährstoffe und Hormone in welcher passenden Dosis denn wirksam wären, um denn dann diesen Krankheitsverlauf zu modulieren und zu verbessern. Das heißt, es wird schon gemacht, aber sehr, sehr spät und sehr pauschal, nie individuell. Und damit geht unheimlich viel Kraft verloren. Und es wird deswegen nicht gewertschätzt. Ich würde mir natürlich wünschen, das Zweite, dass nicht nur ergänzend und früher zur Schulmedizin Nährstoffe und Hormone gemessen und therapeutisch eingestellt werden. Ich würde mir natürlich wünschen, dass vielleicht sowas wie Nährstoff- und Hormonwissenschaften etabliert wird, sodass man analog zur Sportmedizin oder zur Ernährungsmedizin, das kann man ja alles studieren, also Ernährungswissenschaften ist ein aufwendiges Studium, Sportwissenschaften ein aufwendiges Studium. Und da lernen die jungen Menschen ja auch Sport bei Kranken, Sport bei Kindern, Sport bei Alten, Sport bei Leistungssportlern zu nutzen und mit welchem Ziel auch immer einzusetzen. Und genau das Gleiche könnte man mit Nährstoffen und Hormonen auch machen. Und das ist auch etwas, was ich gar nicht verstehe. Viele Menschen, die also dann mit der normalen Schulmedizin, also Kollegen und Kolleginnen, unzufrieden sind, die wenden sich dann so ab von unserer Medizin, also diese westliche, rationale, chemische Medizin mit Technik und Chirurgie und Hightech-Medizin und gehen dann in andere Kulturen, TCM oder auch ganz feinstofflich in die Homöopathie oder Ayurveda oder in die Psychotherapie oder in die Osteopathie und sind in Wahrheit dann dem System verloren gegangen, ja, und verurteilen dann auch die Chemie. Dabei ist die Chemie nicht böse und jetzt, wenn man Biochemie sagt, hört es sich so milde an, aber ich mag auch nicht körpereigene, körperfremde chemische Substanzen, wenn denn die Krankheit richtig schlimm ist, dann reicht es jetzt auch nicht aus, mit einem Hormon oder einem Nährstoff zu arbeiten, ja. Aber also ich würde mir wirklich mehr Forschung wünschen, mehr Aufmerksamkeit, dass da wirklich ein riesen Apotheke und ein riesen Labor, alles liegt rum. Ist ja alles da. Alle Laborwerte sind da, alle Nährstoffe sind da. Das können wir kaufen, ist auch nicht so teuer und auch heutzutage in einer guten Qualität in Deutschland von vielen Firmen zu bekommen. Die Hormone sind da, die sind ja auch nicht teuer im Vergleich zu vielen onkologischen Biologicals oder Antikörpern oder so, ne? Also es liegt alles rum und es wird einfach nicht richtig gut genutzt. Und das ist vielleicht so auch mit eins meiner Hauptanliegen, auch für das Buch, dass man einfach das, was sowieso auch Teil unserer Medizin ist, also Vitamin D, wie lange wissen wir das schon? Die Vitamine A, E, C, wie lange kennt man das schon alles hier in unserer europäischen Welt? Und es wird nicht so wie ein pharmakologisches Medikament benutzt. Und das ist schade und das könnte man super erforschen und dann würde es vielleicht auch an den Universitäten mehr gelehrt, so wie man ja auch Biochemie und Pathophysiologie und Sport und Ernährung lernt, könnte man also auch den Einsatz von Hormonen und Nährstoffen lernen, lehren und dann wäre es ja auch vielleicht irgendwann mal Teil von irgendwelchen Leitlinien und würde dann vielleicht auch mal mehr bezahlt werden, weil das ist ja mit auch einer der Hauptgründe, warum vielleicht auch viele Kollegen und Kolleginnen von uns Schwierigkeiten haben. Letztendlich so eine Art von Medizin geht dann immer nur in der Privatpraxis. Alles müssen die Patienten selber zahlen, was ich wirklich total bedauerlich finde. Ich finde es auch oft ungerecht, gerade wenn es ergänzend zur Schulmedizin helfen würde, sehr, sehr viel Leid zu lindern oder auch zu vermeiden. Und so würde ich mir das vorstellen, dass man also diese, ich weiß nicht, wie Sie das finden, Nährstoff- und Hormonwissenschaften oder Nährstoff- und Hormonmedizin analog zu Sport- und Ernährungsmedizin. Das macht doch irgendwie Sinn, oder?
Das macht durchaus Sinn, das sage ich ja auch schon immer. Leider gibt es ja keinen Facharzt dafür, für das Ganze, wenn man es mal so sieht. Oder wenigstens die richtigen Zusatzbezeichnungen. Finde ich ein bisschen schade und es sollte, vielleicht setzt sich's ja eines Tages mal durch. Wenn, deswegen sind ja auch solche Aufklärungsvideos oder auch solche Therapeuten wie Ärzte wie Sie und auch wie ich, die sich dann doch drum kümmern und auch wirklich das, ich will es mal sagen, bodenständig machen. Ne? Sie haben ja auch jetzt von diesen anderen Therapiemaßnahmen gesprochen, die es noch gibt, wie TCM und Konsorten, was auch eine tolle Sache ist. Aber ich sage ja immer, wir sollten wirklich das Ganze vereinen, ne? Und nicht immer über die anderen schimpfen, weil ich Ja. finde die Schulmedizin klasse, ich finde die orthomolekulare Medizin klasse, eben da, wo sie dann wirkt. Das finde ich ganz wichtig. Jetzt darf ich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kurz etwas sagen. Wir machen das ja hier über ein Zoom-Gespräch und ich sehe, dass das verbleibende Meeting jetzt in 2 Minuten abläuft. Und es wird es doch länger, als wir gedacht haben. Ich habe immer 40 Minuten zur Verfügung über so einen Zoom-Call und dann stellt das Zoom leider ab. Dann machen wir jetzt 2 Teile draus. Also, jetzt möchte ich mich mal für den ersten Teil bedanken bei der Frau Dr. Helena Orfanos-Bökel und zeigen Sie doch bitte noch mal ganz kurz Ihr Buch in die Hand, wieder ins Bild, weil ein wunderschönes Buch. Ich finde es ganz toll beschrieben. Ich mag es sehr und ich empfehle es auch meinen Patienten weiter, seit ich es kenne. Und wir machen jetzt aber einen zweiten Teil. Es kommen noch interessante Fragen. Wir sind noch nicht durch mit unserem Fragenkatalog. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen für den ersten Teil, Frau Gleich. Kollegin, und freue mich auf den zweiten. Und den darfst du, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, dann auch noch sehr gerne anschauen, weil es wird noch spannend. Ich habe noch ganz tolle Fragen auf Lager. Vielen Dank und dann sage ich mal, bis gleich.